Welt 4. Phantomo-Tempel. Schnell weg hier. Die riesige Bowlingkugel. Und damit willkommen zurück zu Derdisch. Ich bin gespannt, wie es hier in der vierten Welt weitergehen wird. Außerdem werden wir heute... Oh, das sind die Explodierenden. Die Creeper. Die Sodas. Ja, wir werden heute das Spiel durchspielen. Die letzten beiden Welten hinter uns bringen und... Moment mal. Ich glaube, ich habe da was gesehen. Kriege ich das unten runter zu fallen? Ja, kriege ich. Wunderbar. Moin. Jetzt muss ich aufpassen. So. Was zum Teufel? Okay, versuchen wir es erneut. Weil so schwer ist das doch jetzt hier nicht, oder? So. Ja, muss einfach nur richtig timen alles. Ist alles Timing-Sache. Und ich schätze hier auch. Will ich runter? Ich will runter. Plattform, ganz chillig, ganz easy, entspannen. Es gibt keine Probleme, als ob. Aber kann ich einfach alles skippen, indem ich mich hier einfach... Ja? Man kann einfach theoretisch alles skippen. Na gut. Das gefällt mir jetzt aber gar nicht. Mit den springenden Pizzascheiben. Aber wir sind durch. Und das nächste Kind gerettet. Dieser Ort ist unheimlich. Ich glaube, wir sollten hier nicht sein. Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Du hättest einfach zu Hause bleiben sollen. Ja, und du hättest uns nicht zum Bring dein Kind zur Arbeit Tag einladen sollen. Habe ich auch nicht? Da kommen die Ausreden. Ja, ich sehe schon. Wow, riesige Bowlingkugel. Fliegt hier hin und her. Wenn das eine normal große Bowlingkugel ist, wie klein sind wir da bitte? Oh. Warum fehlt dem hier eigentlich das Auge? Seht ihr das? Der hat nur ein Auge. Und ich bin tot. Musik ist entspannt, finde ich. Besser als die beim letzten Mal. Die fand ich an der Zeit ein bisschen zu repetitive. Moment. Bevor ich den Checkpoint aktiviere, soll ich hier wahrscheinlich erstmal... irgendwie da hochkommen. Jetzt abwarten. Ich habe mir das vorhin geklaut. Auch gut. Ja, so kann man es natürlich auch noch machen. Ich habe das Gefühl, da kommt gleich irgendwas... Ja. Warum war mir das klar? Am besten direkt hinterherlaufen, wenn das Ding gerade kam. Also hinterher. What? Okay, dann warte ich halt nochmal. Vielleicht... Ja, wie lange soll ich denn warten? Ich will sofort los. Ich bin auf Eile. Ich bin in Eile. Komm. Jetzt. Das ist das Früheste, wann ich gehen konnte. Wenn es jetzt nicht klappt, habe ich keine Ahnung. Wow. Doch, so klappt's. Pass auf, da sind überall diese Bowlingkugeln. Ja, danke für den Tipp. Sehr hilfreich und das kommt auch sehr früh. Kein Problem. Na gut. Wenn's nichts weiteres ist. Zwei Schalter. Oh nein, nicht die Hotdogs. Oh, das sind echt schlimm. Vergesst, was ich gesagt. Was sind denn ihr denn einfach? Schokoladentaler. Vergesst das, was ich über die Pizzascheiben gesagt habe. Die Hotdogs sind schlimmer. Das ist ja wirklich schlimm. So, der muss da drauf. Ich habe das Gefühl, der schießt genau jetzt. Ja. Okay, da kommt ihr nicht hoch. So, und durch da. Checkpoint. Jump. Will ich da runter? Ich weiß es halt nicht. Okay, da will ich nicht lang. Doch, ich glaube, ich will da lang, nur halt muss ich da nur aufpassen, dass ich... Was? Okay, keine Ahnung, was da gerade passiert ist, aber... Na gut. Was will ich denn hier? Nee, ich will da runter.
das sind Trampolinen, die einen wieder nach oben führen. Das heißt, ich will da sogar runter. Aber wieso, hä? Wieso kann ich, wenn ich A spamme, irgendwie der ganzen Chose hier, ja, gar was machen? Warum kann ich das so verwirren? Warum geht das? So, let's go! Versuch nicht irgendwas anzufassen, was cursed aussieht, okay? Also verflucht. Und woran erkenne ich das? Dann, keine Ahnung, dann fass einfach gar nichts an. Fass am besten gar nichts an, ist alles teuer. Wenn die Vase angefasst wird, ist es teuer. Tu's nicht. Link tut's trotzdem, aber der kriegt da auch eine Belohnung dafür. Bei ihm ist das was anderes. Der wird ausgezahlt. Bei uns ist das nicht so. Wir kriegen eine große, fette Geldstrafe. Okay. Ja, so muss man es machen. Und Bams. Okay, nice, nice. Was ist jetzt runter? Ja, es scheint richtig zu sein. Dann warten wir kurz. Ich will nichts falsch machen hier. Oder kann man runterfallen? Nein! Ist nicht schlimm. Man kann hier runterfallen. Genau. Da gibt es hier einen Star. Denn I am the Superstar. Ah, schön. Hier, wo immer diese Kratzer am Boden sind, da. Aua. Da sieht man, wo die landen werden, ungefähr. Also zumindest bei den meisten hat man es jetzt gesehen. Bei dem jetzt zum Beispiel nicht, aber hier bei dem jetzt zum Beispiel sieht man das gut, ja. Was mache ich hier? Schnell durch. Ja, schnell durch. Und dann sind wir auch schon schnell durch. Ja. Von wessen Haus ist das? Ich glaube nicht, dass das hier ein Haus ist, du. Wessen Haus es auch immer sein sollte, sollte man ein bisschen aufräumen. Es ist kein Haus. Sie sollten mehr Stolz haben über ihr Haus. Lassen wir es mal so stehen, wa? Aha, jetzt haben wir blaue Schalter. P-Switch. Und Bock. Und tot. Let's go! Okay. Ich mag den Hintergrund. Hat so ein bisschen was 3D-mäßiges, ohne überhaupt 3D zu sein, wenn ihr versteht, was ich meine. Es sieht so ein bisschen aus, als wären also die Säulen im Hintergrund wirklich 3D, aber sind sie halt nicht. Ist halt einfach nur so. Ja. Egal, juckt niemanden. I'm sorry. So. Nein, ich hab was übersehen! Hä? Hätte man hochgekonnt? Ach, warte mal, vielleicht kann man da noch von oben hin. Vielleicht muss man dann den ganzen Weg nur neu machen. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, man kann von hier aus. Wenn ich es richtig time und mich nicht killen lasse. Ja, das genau so machen. Nur habe ich halt jetzt die Flagge schon aktiviert. Das heißt, immer wenn ich sterbe, muss ich das immer neu machen. Aber gut, schwer ist das ja jetzt auch nicht, ne? Nochmal aktivieren darf ich nicht. Ich muss jetzt. Oder warte. Jetzt. Und geschafft. Oh nein. Ah! Wow. Das war richtig close. Oh nein. Oh nein. Wow. Hey, warum bist du so dark? Ich will deine Seele essen. Wurdest du verflucht? Nein, mir geht's gut. Okay. Wir haben einfach nur ein böses Kind. Na gut. Passiert halt, ne? Kann man als Elternteil nicht ändern. Kann sich nicht entscheiden, was für Kinder man bekommt. Auch wenn das natürlich cool, wenn man das könnte, aber. Genauso ist das auch unrealistisch. Wie komme ich da durch, bitte? Hä? Vor allem ist mir auch aufgefallen, kann man da runterfallen? Ups. Ja, bei der Schokoladentafel, da weiß ich jetzt nicht, ob ich da zwischendurch springen kann. Ich versuch's mal. Ich versuch's jetzt mal. Ja, kann man. Darf ich runter? Aber ich glaube, das geht nicht. Oh, yo, let's go. Aber ich glaube, jetzt geht's, oder? Ja. Oh,
Oh, ich bin tot. Boah, wie time ich das denn bitte? So, jetzt ist rüberspringen. Und, let's go! Und hier haben wir jetzt ein Schutzschild, mehr oder weniger. Auf jeden Fall ein Karton, mit dem wir dann hier runtersliden können. Miau! Und dann geht die Schose weiter. Was geht denn hier ab? Haben wir eigentlich schon den Stern gefunden? Wenn nicht, haben wir ein Problem. Sag ich mal so. Okay, gut, dass dieser dritte kaputt ist. Haben die extra so gezeigt hier. Weil sonst würde man die ganze Zeit getroffen werden davon. Was zum Teufel? Okay, ich verstehe, ich verstehe. Ich hoffe sehr, dass ich den Stern schon eingesammelt habe. Ich kann es halt nicht sehen, oder? Nee, kann ich nicht sehen. Das ist doof. Nee, da komme ich auch nicht hoch. Okay. Hi, Dad. Ist der Ort nicht cool? Ich... Was? I feel like every step I take, I risk accidentally awakening some ancient unspeakable evil. Jeden Schritt, den ich mache, habe ich Angst, dass ich irgendwas Großes, Schreckliches vorbeschwöre. Ja, oder so cool! Ja. Burglar, let's go! Die Level sind immer cool. Ist mal eine schöne Abwechslung, sag ich mal. Gibt's da in jeder Welt eins, glaube ich? Die Musik passt nur überhaupt nicht zu so einem Level, finde ich, aber was soll's. Hä? Ich kann den doch nicht timen. Also diesen Hotdog-Guy kann ich doch überhaupt nicht timen. Hä? Da check ich jetzt nicht so. Ich hoffe, ich muss hier nicht irgendwo runterspringen. Okay, ich hatte einfach nur Pech, glaube ich. Einfach nur schlechtes Timing. Ja, aber der Hotdog-Typ ist auch nicht... Ist jetzt auch nicht so guter Enemy, to be honest. Not really. Whee! Mario! Yahoo! Yahihi! Wow, das war knapp. Boink, 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 boink. Dilililim. Und... Und Skrrr! Ey, seht ihr, was ich meine? Das, da kann ich noch nichts für. Das ist ja mega dumm. Also, sorry, aber das finde ich halt wirklich mega dumm. Das ist einfach kein guter Enemy. Das ist, als wäre da jetzt... Okay, gut. RIP. Das ist aber so, als wäre da überall so ein Hammerbruder. Ja, und dem musst du ausweichen, während du in Super Mario Run bist. Sprich, du kannst dich nicht in irgendeine andere Richtung bewegen. Das Einzige, was du kannst, ist halt springen und nicht springen. So fühlt sich das an. Das ist nicht gut. Hammer Bros sind halt random. So random, wenn die schießen und alles. Das ist echt kacke für sowas hier. Es ist einfach so. Das muss ich einfach kritisieren, weil ich das echt nicht gut finde. Hoffentlich schaffen wir es jetzt, sonst muss ich es halt ganz oft schneiden. Okay. Zack. Boah, wäre ich da jetzt runtergefallen? Ich wäre so ausgerastet. Oh, aufpassen. Der Stern! Das ist der Stern! Wie komm ich da hin? Das Ding da oben. Warte. Erst mal den Stern holen. Yeah, let's go! Was machst du da oben? Sein Hut! Mein Hut! Danke, Dadwish! Keine Probleme! Ich hab diesen Hut schon... seit ich ihn damals diesen rappenden Hund geklaut hat, geliebt. Was? Was auch immer. Ich muss doch ein paar Verbrechen begehen. Seh dich später. Was? Warum war das Ding jetzt da oben? Naja, Fragen über Fragen, wo wir keine Antworten zu bekommen werden, wie es scheint. Na gut, dann müssen wir es akzeptieren und hier schnell agieren und nicht sterbieren. Ja, genau, nicht sterben. Hier müssen Stacheln sein, damit schwerer ist. Einfach durch. Das funktioniert am besten. Boah, die Flamme am Ende. Ich habe gedacht, die kriegt mich jetzt noch. Abwarten, wegen der Flamme. Wegen der Flamme. Oh! Boah, das ist echt nicht einfach hier. Boing.
Feuer, 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 Feuer. Stein, 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 Stein. Nein, nein. Oh, was ist denn unten? A Star. Boing. Let's go. Da haben wir den Stern gefunden. Ach, hier kann man sich festhalten. Ah, klug, klug. That is pretty cool. Was zum Teufel? Da hat er den Monster Speed. Habt ihr das gesehen? Der geht total ab. What the hell? Ja, okay. Wenn ich da den Stern hole, muss ich nochmal links landen. Sonst geht's halt nicht. Respawn dauert mir ein bisschen zu lang. War aber auch schon genauso im ersten Teil. Vielleicht bin's auch nur ich. So schnell wieder ins Getümmel. Und was hat das Ding bitte für eine riesige Hitbox? Das ist doch ja nicht mehr lustig hier. That is not funny. No. Okay, schnell durch, schnell durch, schnell durch, schnell durch. Nein, 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 nein. Da muss ich stehen? Wie soll ich das denn machen in der Zeit? Hä? What? Okay, ich bleibe hier stehen. Jetzt. Nein! So. Okay, 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 okay. Und hier stehen bleiben. Ja, so macht man's. Boah, das ist aber auch ein schwieriger Jump. Das hat lang, viel zu lang gedauert. Wo rollen eigentlich diese ganzen Bowlingkugeln hin? Das sind keine Bodykugeln, das sind eigentlich riesige Steine, die rund sind, aber was auch immer. Die müssen doch alle irgendwo stoppen, oder? Ja, Boulder Heaven. Die kommen in den Himmel. Boulder Heaven? Ja. Da werden sie reunited mit ihren langen toten Steinefamilie und werden frei sein, so viel zu rein, wie es ihr Herz begehrt. Ehrlich? Nein. Puff. So, und jetzt kommt Boss, glaube ich, oder? Noch nicht? Scheinbar noch nicht. Ich kann nicht sehen. Du, du, du. Bitte, bitte, du, 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 du. Nicht auf meinem Kopf. Hallo? Oh Gott, das hat mich köstliche Zeit gekostet. Genau. Nicht kostbare, köstliche. Mann, jetzt konzentriere dich. Los, wir müssen hier durch. Das ist Lava. Ich mein Feuer unten aus dem Hinter, ja, da verbrennen jetzt nicht. Los, los, was? Let's go! Ah, ist so warm! Du, 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 du. Bitte. Das, nein, bitte nicht. Das finde ich nicht, okay. Das finde ich echt nicht cool, Mann. Nein, 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 nein. Das sag ich nein. Ich möchte doch jetzt nur hier durch. Ah, verdammt, das ist echt schwer. So. Okay. So muss man's machen. Komm. Was? Ist nicht dein Ernst. Okay. Komm, komm, fall doch runter. Komm. Oh Gott, ich hab keine Zeit mehr, keine Zeit mehr. Hier muss man warten? Ist dein Ernst? Muss man wirklich einfach warten. Und hier genauso. Ich hab keine Zeit zu warten. Ich glaube, ich verstehe das irgendwie nicht. Als. Oh! Okay. Das war schwerer als gedacht. So, aber jetzt beeilen. Als ob. Ich kann auf jeden Fall sagen, dieses Tower Level ist eins meiner Hass-Level im ganzen Spiel. Definitiv. Also, das hat mir jetzt wirklich nicht gefallen, das Level. Naja, was soll's. Nein, was heißt nicht gefallen halt. Es war mir hier und da ein bisschen zu close. Puh, das war echt close. Riecht nach Barbecue. Du meinst doch wohl. Hey, ich bin so froh, dass du okay bist, Dad. Ich hab Hunger. Kinder. Ne? Und jetzt sind wir beim Boss. Wer ist es? Es ist, oh nein. Hi, ich bin Dadish. Ich bin der Chirk-Gönnella, der erste Henchman von Space Dornak, Lord des Weltraumes. Cosplayst du als den Burgergler? Ja.
Warum? Ich denke, weil er sieht ziemlich cool aus. Ich mag seinen Sinn für Style. Ja, ich schätze, das ist okay. Das ist, That's enough, and it's true. Hör auf, mich zu judgen! Hä? Hab ich doch gar nicht? Ich werde dich jetzt umbringen! Okay. Was soll ich machen? Was zum? Was zum? Habt ihr das gesehen? No! Was zum Teufel? Bam! Interessanter Boss. Ach, Mist. Bam! Nein, das kann mich auch treffen. Als ob, das kann mich einfach auch treffen. Okay. Na gut. Na okay, gut zu wissen. So, ich glaube, jetzt haben wir auch eine bessere Position hier. Ja, so ist es, glaube ich, besser. Maybe? Was trifft mich da? Vielleicht war es vorher doch besser. Ich hab keine Ahnung. Einfach mal gucken und ausprobieren, würde ich mal sagen. Jetzt schmeiße ich die. Ja, ich kann doch dann nirgendwo dort stehen. Vielleicht war es vorhin doch richtig rum. Nee, eigentlich nicht, oder? Das muss ich jetzt ein bisschen ausprobieren, austricksen. Ich glaube, ich mach's jetzt... Wow! Musik hat gerade angefangen, tot. So, ich glaube, ich mach's jetzt mal anders. Und zwar mache ich es jetzt so, wie ich es vorhin hatte. Ja, das hat geklappt, auch wenn das nicht so war, wie ich es gemeint habe. Ah, das ist auch eine gute Idee. Immer hier abhauen. Ja, doch, das ist eine gute Idee. Immer abhauen, statt zu ihm zu kommen. Oh, er tankt mehr als 3 Hits. Der wird's wirklich wissen, du. Okay, 4 Hits, na gut. Woohoo, we did it, yeah, we did it, we did it. Oh, was ist das denn hier? Spaceship? Dieser Raum sieht irgendwie anders aus. Das ist der Pantry? Ich weiß nicht, was ein Pantry ist. Es ist kein Pantry. Und wie kannst du dir so sicher sein? Naja, am Anfang gibt's kein Essen. Dann guck dich doch mal an, Mr. Pantry Expert, Mr. Pantry Fact Slaughter Affectionado and Purveyor of Food Storage Systems. Hey, chill mal. So, ich hab Hunger. Was geht denn jetzt ab? Ab nach Space! It's a spaceship! Woo! Yippie! World 5 Solika Station. Oh Gott, Kinder im Weltall jagen. Ei. Ich glaube, das ist jetzt nicht so die schönste Erfahrung für einen Elternteil. Aber erstmal schauen, ob wir überhaupt 100% gesammelt haben. Nein, haben wir nicht. Hier und hier. 2 Level. Oh, wo könnte was sein? Ich muss mich hier wahrscheinlich ein bisschen mehr umschmeißen. 2 Level. Das ist das erste von denen. Ja, da drunter natürlich. Da unten. Aber wie soll ich denn da runterkommen? Oder geht das wirklich, maybe? Dass ich einfach runterfallen kann? Nee. Oh. Sie machen wieder so ein, ja. Ja, da kann ich wahrscheinlich nicht runterfallen. Ich werde es auch nicht versuchen. Ja. Und eins in dem Level, wo ich euch gesagt habe, das mag ich nicht so. Hier habe ich wirklich noch was verpasst. Also darf ich es noch einmal machen. Ich habe keine Ahnung, wo es sein könnte. Ich wollte gerade versuchen, ob ich da durch die Wand kann oder so, ne? Aber hier links. Aber ich wusste nicht, dass das Ding nur einmal gebrauchbar ist und das dann wieder weggeht. Das habe ich nicht gewusst. Okay. Ich habe das Gefühl, es müsste hier irgendwo sein. Aber wo? Da rechts. Hab's gesehen. Es war da bei den Lianen dran. So, mal gucken, ob ich das jetzt noch lebendig hier rausschaffe. Im First Try.
Da kann es auch im Video bleiben. War ja klar. Hey, geschafft. Das hat gar nicht mehr so angedauert, to be honest. Nur ein paar Versuche. So, wie ihr seht, fehlen uns nur noch 9 Sterne. Und jetzt kommen noch 10 Level. Also wird es in jedem Level bis auf den Endboss einen Stern geben, gehe ich mal davon aus. Aber jetzt sind wir wohl im Weltraum, in Space. Ach, und hier war Moon Jump. Aha, interesting. Und da oben ist auch direkt schon der erste Stern, falls ihr ihn gesehen habt. Falls ihr ihn detected habt. Also entweder Moon Jump oder alles ist einfach, ja, wie sagt man? Größer geworden, kleiner geworden, irgendwie sowas. Größer hat sich verändert. Naja, okay, macht irgendwie keinen Sinn, wenn die Trampoline noch so... Okay, das habe ich jetzt nicht erwartet, sorry. Na, aber wisst ihr, was ich meine? So, vielleicht ist er einfach nur die Blöcke rangezoomt, nur unser Character-Sprite bleibt so, wie er ist. Naja, wie auch immer. Die Musik ist hier super ruhig. Jetzt geht sie richtig ab. Und ich auch. Hui. Oh nein, was geht? Abwarten. Abwarten und Tee trinken. Boah, noch geschafft. Unten durch, ey. Jetzt ist gar keine Luft. Ich kann nicht atmen. Du bist ein Rettich. Du hast keine Lungen. Oh nein! Kannst ja mal lernen zu atmen. Bestimmt geht das. Weiß ich nicht. Probieren. Kann man es ja trotzdem. Warum dauert der Schalter so lange zum Reloaden? Ich geh mal an dir vorbei, ne? Danke, Bro. Okay, wofür ist das? Das weiß ich jetzt nicht. Ah, wahrscheinlich muss ich den mitnehmen, während ich mich hier nach oben quengel, ne? So, ja, wahrscheinlich muss ich den mitnehmen, den Ballon. Ah, ja, ich sehe es, ich sehe es. Damit ich hier hochkomme. Und das gleiche dann mit dem Ballon und mit den. Ja, verkackt. Aber das ist eine coole Idee. I like it. And I wanna try. Denn ich denke, ich schaffe es. Hier drüber. Slow Motion. Ja, so ein bisschen Slow Motion hatte es schon. Ich glaube, oh nein, das Ding ist da. Ich glaube, hier kann man runterfallen. Für einen Stern. War eigentlich so offensichtlich, oder? Ey, ich habe gehört, wenn man im Weltraum schreit, kann dich niemand hören. Ah! Oh mein Gott! Doch, man kann ihn aber immer noch schreien hören. Das ist ein cooles Level. Coole Level-Idee. Und das ist das gleiche nur von unten nach oben. Das ist cool, I like it. Ich trau mich nicht. Was ist denn da oben? Da kann man runterfallen. Wahrscheinlich gibt es da einen Stern, wo du dann den ganzen Weg aber hier neu machen musst. Egal, wir machen das. Wir sind 100% Spieler. Wir spielen immer 100%. Wir kriegen das hin und das ist ja eigentlich ziemlich easy. Vor allem wegen Moon. Ja, wegen der Mondanziehungskraft, die nicht existiert. Das hier ist schwer. Dieser Jump. Ah, der ist super schwer. What the hell? Gefühlt der schwerste Jump in dieser Welt, also ja, ist bisher der schwerste Jump in dieser Welt, aber ich meinte eigentlich in der Folge bis... Ich laber mal lieber nicht. Ich muss aber auch sagen, ich finde, der Song hat einen bisschen zu langen Aufbau, bis er halt eigentlich richtig losgeht. Aber vielleicht bin es auch nur ich. Wer hat diese Kreissägen in eine Space Station gepackt? Der Weltraum ist... schon gefährlich genug. Ja, oder? Vor allem mit diesen ganzen Aliens und Geistern. Geister? Aliengeister!
Lass uns nach Hause gehen, bitte. Der arme Derdisch, der hat zu viel am Tag. Der hat jetzt schon zu viel an seinem Tag. Oh, what the hell? Müssen wir jetzt den Kugel-Willi-Jump machen? Boing. Boing. Ja, müssen wir. Boing. Und... Ich trau mich nicht. Trau mich nicht. Jetzt trau ich mich. Jetzt trau ich mich nicht mehr. Oh, knappes Ding. Nein, 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 warum? Warum? Den Jump musst du first try schaffen direkt. Kriegst keinen zweiten Try. Ich habe gedacht, man kriegt vielleicht einen zweiten Try, wenn ich mich nochmal an die Lianen fasse, aber du kannst dich nicht hier nochmal an den Lianen fassen. Wow. Knappes Ding. Okay, so machen. Einfach direkt springen, wenn man kann. Und aufpassen, hier ist Senf, ne? Ich glaube, es war Senf. Oder es ist, weiß nicht, einfach Masterman ist hier am Start. Müssen beide mal kurz niesen. Soll ich euch ein Taschentuch mitbringen? Wow! Oh nein, das gleiche wie im Tower! Nein! Es gab keinen Checkpoint, oder? Es gab einen Checkpoint. Halleluja, es gab einen freaking Checkpoint, Brudi Dudi. Let's freaking go, yo. Ho, ho, ho. Okay. Haben wir hier einen Stern? Haben wir hier einen Stern? Ich weiß es gar nicht. Ich hoffe, wir werden nicht in ein schwarzes Loch gesaugt. Naja, weißt du, das könnte auf der Erde aber uns auch passieren. Der ganze Planet könnte in ein schwarzes Loch gesaugt werden. Ah, okay. Ich schätze, das lässt mich jetzt ein bisschen besser fühlen. Ich fühle mich ein bisschen besser jetzt, danke. Brauche jetzt keine Angst mehr zu haben. Soll kurz nachschauen, ob ich alles richtig gemacht habe. Ja, scheint so. Na gut. Das Ende des Spiels kommt langsam an. Ich glaube, übrigens, die letzte Welt eine Bonuswelt war. Zumindest kommt mir das so vor. Kann ich da reiten? Ich kann hier drauf fahren. Jetzt go! Oh, ich muss abspringen. Mich nicht treffen lassen. Und jetzt. Oh, nein. Was denn heute? Tonk. Warum steht aber eigentlich D? So, dass die einfach nur da sein wegen Dadish? Steht ja, weil das Spiel heißt Dadish. Deshalb ist hier überall ein D, weil wenn wir Super Mario spielen, dann sieht man ja auch immer an den Hintergrundhügeln überall ein M stehen, ne? Das ist ja sehr typisch, typisch Super Mario. Ach, keine Ahnung, ey. Okay, den Jump schafft man. Das Ding geht gleich kaputt, ne? Hä? Ach so, was? Oh, ja, ich bin tot. Okay, ich hätte die Box da hinschieben sollen. Und dann auf der anderen Seite springen und dann hätte der Rakete durchgekommen. Ich dachte aus irgendeinem Grund gerade, dass diese schwarze Wolke da hinter dem Feuer, dass sie erst gerade eben dort erschienen wäre. Ja, das habe ich gedacht. Und meine Güte, bin ich jetzt gerade oft am Fällen. So schwer ist es doch nicht, oder? Kann doch nicht so schwer sein, mein Jute. So, jetzt mal abspringen. Jetzt die Kiste hier. Dahin schieben. Selber schnell da. Und ich bin, glaube ich, schon zu spät. Nein, mich nicht. Let's go. Oh nein, der Hotdog-Man. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Bist du noch einer gewesen? Ich hab vergessen, was du für einer bist. Hä? Okay, der springt einfach nur hin und her. Okay, soll er noch? Mir egal. Diese Blöcke hier sehen aus, wenn sie aus der Nest. Musst du von links nach rechts an die Wand und dann dashen oder sowas. Oh Mann. Zu viel Celeste gespielt? Fragezeichen? Vielleicht auch zu wenig.
Eventuell bin ich auch schon durch mit Celeste, wenn das hier rauskommt, wer weiß. Schaut's euch an, ist gut. Oh nein, Eigenwerbung. Warte, gab's hier einen Stern? Oh nein, ich glaube, ich habe einen Stern verpasst. Dad, bist du gerade auf einer Rakete gesurft? Ja. Das war das Coolste, was ich je gesehen habe. Ich wäre lieber nach Hause gesurft, auf die Couch. Das ist nicht so cool und das ist schlecht für die Couch. Ich meinte Channel Surfing, ne? Du klickst mit deiner Family einfach durch am Surfen. Oh! Bitte sag mir, ich hab da jetzt nichts verpasst. Ich hab keinen Stern eingesammelt, also eigentlich müsste es hier einen Stern geben. Ja. Es gibt jetzt in jedem Level einen Stern, bis auf das Endboss-Level. Vielleicht auch da, weiß ich nicht. Wo soll es hier bitte einen Stern geben? Also. Ne, keine Ahnung. Ich muss mich hier nochmal gründlich umschauen. Ach, da unten! Hier! Alter! Das ist. Oh, Junge! Vor allem, jetzt ist es mir instant aufgefallen, aber vorhin nicht? Warum tue ich mir das an? Warum? Warum nur tue ich mir sowas an? Na gut, wir sind jetzt schon beim Checkpoint. Das Level war ja eigentlich nur die erste Hälfte schwer, meiner Meinung nach. Der Rest hier geht ja eigentlich noch voll fit. Muss man aufpassen. Whee! Und whee! Und whee! Ja, hui! Und jetzt ein Triple Wall Jump. Plop. Let's go. Mario wäre neidisch auf diese Tricks hier. Wow! Wow! Und jetzt hättest du Tricks. Oh! Und pass auf! Boah, krank, oder? Das war. Alter, das war jetzt aber echt heftig. Ich hab keine Ahnung, ich glaube. Machen wir weiter. Wir sind halbwegs durch. Was geht hier jetzt ab? Oh, hell no. Ja. Ich hab schon direkt am Anfang gemerkt, nee, ich bin zu langsam. Muss direkt rennen, wenn du den Schalter betätigst. Seht ihr? Dann schaffen wir auch die Sprünge einfacher. Locker easy alles. Was geht denn hier ab? Werden wir bombardiert oder was? Theoretisch ja, aber es passiert halt nichts wirklich. Oh, okay, war noch richtig. Und da oben ist der Stern! Fallt mal alle bitte hier runter. Gut. Ich nehme den Stern. Ist alle gestorben und einer glitscht sich durch die Wand. Soll er doch, solange er mich nicht killt? Kann er mich noch killen? Nö. Na gut. Und blopp. Die blinken so schnell. Wow! Ich werde sogar runtergefallen. Ich will ja weg! Ich mag das nicht! Ich bin ein Astronaut! Du bist ein sehr böser Rettich. Wo schon längst über ihre Bettzeit wieder wach ist. Ein kleiner Schritt für ich. Für mich! Aber ein großer Sprung für die Rettichkinder! Oder die Rettich-Art. Ja. Wuhu! Geh ich in eine Wand? Bin ein bisschen verwirrt. Achso, hier kann ich mich dran hängeln. Hangelnde Hängel. Habada. Habawadabab. Babidam. Let's go. Sollen wir doch hier Chicken abwerfen. Und deinen Hut, den will ich benutzen. Boing. Und boing. Und aufgepasst. Die Pommes. Oh nein. Alles aber. Flappy Bird? Okay. Also, ich muss hier Flappy Bird spielen. Nicht? So, bitte. Kleinen Sprung vielleicht nur. Ja, ein kleiner Sprung reicht. Warte mal, war da ein Stern?
habe das Gefühl, da war gerade ein Stern. Hier. Nein. Warte mal. Oh nein. Ich komme gar nicht mehr zurück. Och nee. Jetzt schaut mal, Leute. Kann man hier nicht... Doch, ich wusste es. Genau deswegen bin ich gestorben. Ich habe gewusst, hier ist noch was. Gut, dass ich gestorben bin. Weil ich habe es mir wirklich schon gedacht. Das ist echt böse versteckt, weil... Du wirst halt sofort weggeschleudert. Ne, man kommt da gar nicht mehr runter, glaube ich. Oder? Weiß nicht, ob man da dann noch runterkommt, aber... Auf jeden Fall haben wir es jetzt und ich habe das Gefühl, wir sind tot. Doch nicht! Oh mein Gott, das war einer der schwersten Level, definitiv. Das ist die schlimmste Mall, zu der ich je gewesen bin. Das ist hier keine Mall, das ist eine Space Station. Lass uns zum Food Court gehen. Hier gibt es auch keinen Food Court. Ah, die Mall ist wirklich das Schlimmste. Es ist keine Mall, Mann. Verstehst du? Können wir wieder so ein Hamburglar-Rennen-Level haben, bitte? Wo gehe ich eigentlich lang? Ich weiß es nicht. Warum ist das Ding so riesig? I don't know. Ich kann es aber rüberschieben auf die andere Seite. Junge, das sieht aber echt... Ich muss sagen, als kleiner Sprite sieht die Box okay aus, aber so sieht es halt wirklich irgendwie ugly aus. Haben die extra einen Sprite für gemacht, wie er da stirbt. Warte, was ist eigentlich da rechts? Ich war hier noch gar nicht. Gucken wir uns erstmal um. Was zum... Okay, aha. Na gut, ich glaube, wir müssen erstmal alle Boxen irgendwie runterkriegen und dann irgendwas passiert dann und dann hey, hihi, haha, hihi, hoho. Irgendwie sowas. Moin. Okay, jetzt kommen hier wieder Luftballons. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich die benutzen soll, deshalb habe ich es gerade verkackt. Ich glaube, wir machen so. Ah! Knapp. Ach so! Die Box kann man da unten schieben. Das heißt, wir wollen sie immer mitnehmen und dann den nächsten Schlüssel mitnehmen. Warte, ich zeige es euch nochmal. Weil ich glaube, jetzt schaffe ich es, weil jetzt habe ich es verstanden. Hier, diese Box hier, die nehmen wir das ganze Level lang mit. Nicht die. Die danach. Moment. Die da. Genau die. Moin. Ja, die kann man schieben, wie ihr seht. Und ich glaube, die wollen wir mitnehmen. Und ich glaube, hier soll ich es nicht so krass schwer machen. Sondern es einfach nur, ne, einfach gechillt, easy. Wenn ich nämlich auf den letzten Drücker mache, funktioniert es nicht. So, und jetzt haben wir das nächste Stückchen da hinten freigeschaltet. Na, hier wahrscheinlich. Gehe ich mal von aus, dass wir das jetzt hier freigeschaltet haben. Und jetzt hier hochkommen. Und uns das mal anschauen können. Und ich sehe schon wieder die Pizzascheibe, auf die ich gar keine Lust habe. Aber... Vielleicht können wir es auch einfach ignorieren. Ja, können wir. Let's go. Let's go. Okay, das ist eine coole Idee. I like this level idea. Ja, weiter geht's nicht. Endstation. Und das ist nicht so cool. Das gefällt mir wiederum nicht. Na, na, nein. Wow, 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 wow. Let's go, hat geklappt. So, jetzt kommen wir hier ran. Und kommen hier ran. Easy peasy gechillt, das kann man nicht übersehen, also wirklich super einfach. So, und dann sind wir durch. Right? Whee! Warum fliegen die Knöpfe eigentlich in der Luft? Das sieht nicht gut aus. Naja, was soll's. Was soll's. Nicht versterben. Das wäre jetzt echt traurig. Okay, gut. Gut. Dad, ich hab Ending gesehen! Ernsthaft? Wie hat's ausgesehen? Das hat eine lange Nase, einen pelzigen Körper und einen pinken Schweif. Das hört sich nach einem Possum an. Ja, so wollen sie nicht erwischen. Die sind Shapeshifter. Die können sich verwandeln. Oh nein. Oh Gott, Verfolgungsjagd wieder. Aber bevor wir das machen, wo sind wir gerade? Beim letzten Level. Und seht ihr? 42 von 43. Hier gibt es den letzten Stern. Letztes Level und dann der Endboss. Let's go. Bin hyped. Aber... Gleichzeitig auch in der Bredouille. Ich muss hier schnell durch. Keine Zeit zu verlieren.
Oh Gott, das ist böse. Fall runter, Mann! Let's los, los! Raus, raus, schnell! Und da hoch! Und kurz eine Ehrenrunde drehen. Oh, keine Zeit für eine Ehrenrunde! Was? Ich habe das Gefühl, das hier wird das schwerste Level. Ich weiß, habe ich das schon mehrmals gesagt, aber... Ich sag's dir trotzdem nochmal. Ja, ich konnte ja nirgendwo zwischenhalten, ne? Was soll ich dann tun, Junge? Oh Mann, Spiel. Du lässt mir aber auch keine andere Wahl. Du musst mir schon sagen, was ich tun soll. Jetzt kann ich hier zwischenhalten. Wunderbar. Einfach so close, wie es geht. Damit man so schnell ist, wie es geht. Aber ich muss hier trotzdem warten, also hat es sich überhaupt gelohnt? Irgendwie gefühlt nicht. Und durch. Nein! What? What? Nee, jetzt mal ohne Witz, ich bin total überfragt, wie man dieses Level schaffen soll. Jetzt ernsthaft, wie soll man dieses Level schaffen? Habt ihr euch das gerade angesehen? Ich muss hier irgendwie abkürzen. Ich weiß es nicht. Kann ich hier abkürzen? Warum hast du jetzt so einen Mini-Jump gemacht? Das verstehe ich nicht. Warte mal. Ah, einfach durch. Nicht warten. Man kann auch so einfach durch. Aha. Dann habe ich knapp trotzdem nicht genug Zeit, auf die Plattform zu kommen. Und spare somit so oder so keine Zeit. Aber ich kann jetzt hier landen. Warte mal, die gehen ja gar nicht komplett an den Block dran. Also die gehen nur so mittig an den Block vorbei. Warum auch immer. Das ist halt überhaupt nicht hilfreich. Ich dachte, ich könnte da vielleicht bei denen, wo die da langlatschen, zwischenlanden kurz. Aber das geht nicht. Dann habe ich dir gerade erklärt. Eieiei, das ist hier wirklich komplizierter und schwieriger als gedacht. Oder ich übersehe irgendwas offensichtliches. Okay, hab's. Das war aber viel zu schwer. Also viel schwerer, als es hätte sein müssen. Okay, was? Ich hätte den Schalter nicht betätigen dürfen. Ist nicht dein Ernst jetzt, oder? Schaffe ich es überhaupt jetzt noch? Nee. Vielleicht schaffe ich es noch. Mit ganz viel Glück. Wow, let's go. Love kommt einfach trotzdem noch. Wow, Dad, das war unglaublich. Ich dachte, du wirst sicherlich verbrannt werden, einzelne Teile. Danke, Kleiner. Ich bin einfach froh, dass es mir gut geht. Okay, und jetzt lass uns zum Food Court und ein bisschen Barbecue holen. Nee. Ich will jetzt einfach nur den Endboss machen. Aber was ist eigentlich, wenn wir da jetzt einfach unseren neuen freischalten Charakter nehmen? Den Faulest Mode? Ist es der Possum? Hä? Also im ersten Spiel hatte man als freischaltbaren Charakter diesen Possum, der unten angeschrien hat, aber hier kann man jetzt einen Vogel fliegen, der unten nicht fliegen kann. Man kann einfach unten nicht fliegen. Achso, aber der steuert sich total komisch. A und B funktioniert nicht. Du musst einfach nach links und nach rechts drücken, dann steigt er mal so nach oben. Und wenn du schüttelst, dann, ne? Das ist super interessant. Aber mit dem wollen wir natürlich den Bandpass jetzt nicht machen. Nein. Ich dachte, das ist einfach nur so ein Reskin mit dem Possum wieder mal, aber nein, eigener Charakter. Ganz cool. Und du bist es schon wieder. Hallo. Wir treffen uns erneut, Dadish. Ah, also du bist der gleiche Lord Durnak vom ersten Spiel. Ups, ja, wir treffen uns nochmal. Wir treffen uns nochmal. Das erste Mal. Ah, hast dich gut gerettet, Dude. Guck mal. Es ist exakt die gleiche Situation wie letztes Mal. Ich möchte einfach nur meine letzten fehlenden Kinder grabben und dann nach Hause jagen, ne? Du hast mein Glas kaputt gemacht. Und jetzt muss ich in diesem Fischbowl leben. Du bist derjenige, der mich besiegen wollte. Du hast mich angegriffen. Du wolltest mich bekämpfen. Die Fische hier drin sind sehr krank. Und ich muss meine Rache nehmen. Ernsthaft? Ich werde dich umbringen.
Okay. Na komm. Let's go. Let's go, go, go. Wow, 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 da schießt eine toten Fische. Und immer wenn er mittig steht, kann ich Dinge machen. Du, du, da, baum. Oh, das ist, ey, der Boss ist böse. Wisst ihr warum? Wisst ihr warum? Weil er so Properties hat wie der Hotdog. Ihr versteht, was ich meine. Den Fischen. Funktionieren ähnlich wie Hotdogs, aber er greift gerade nicht an. Ich hab richtig Glück. Oh, jetzt greift er an. Aber nur einmal. Komm her. Als ob das nicht mehr getroffen hat. Wow. Boah. Das hat noch getroffen? Really? Okay, na komm. Na komm. Du, du. Ich glaube, das ist einfach komplett random, der Kampf. Also komplett random. Bam. Mhm, als ab. Ausweichen. Zack. Jetzt macht er zweimal. Dreimal. What? Also jetzt mal ernst ehrlich. Was hat mich da noch getroffen? Das war gerade ehrlich, was hat mich da getroffen? Hm? Ja, okay. Ich habe jetzt halt gedacht, er geht nach links. Ah! Oh mein Gott, der Final Boss ist so schwer! Nein, der ist nicht so schwer. Er ist voll in Ordnung. Von der Schwierigkeit her. Nur, ich muss ihn jetzt erstmal schaffen. Ich weiß ja was. Ah, einfach unter ihm stehen! Das ist die Pro-Taktik, wollte ich sagen. Einfach unter ihm stehen. Weil dann wird man nicht getroffen von seinen Angriffen. Mann, hör auf, nach unten zu fliegen! Der fliegt irgendwie komplett anders, als man... Man kann es auf jeden Fall nicht predikten, das will ich sagen. Man kann nicht predikten, wie er gerade am Rumfliegen ist. Oder wie er rumfliegen wird. Und jetzt habe ich meinen ersten Angriff verkackt. Ja, einfach hier runterstehen. Jetzt. One. Okay, da fliegt er, wie gesagt, nochmal anders. Und jetzt, bam, zwei. Alter. Alter. Kannst du doch nicht ernst meinen, du. Dup, dup. Boah. Ah, es hat noch getroffen. Es hat noch getroffen. So, hier stehen bleiben, da kann ihm nichts passieren. Jetzt. Es war zu sch... Ja. Alter, der trollt doch. Hä? Was war das denn gerade? Okay, drei. Na, Rekord? Gefühlt ja. Ich mach schon mal. Der trifft nicht. Mies. Aber der wird treffen. Ja, vier Treffer schon mal. Wie viel Leben hat er denn? Das waren vier Treffer. Okay, ich nehme das zurück. Der Boss ist doch schwer. Er ist simpel, aber er ist schwer. Wow, wow. Was war das denn für ein Speedboost? Was war das denn für ein Speedboost? Alter, wie am Spammen ist. Oh, ich lebe noch! Alter, auf! Er wird einfach mit seinem letzten Leben so schnell und so aggressiv, aber wir haben's! Oh, das hat viel zu lange gedauert. Wir sind durch! Letztes Kind! Du hast geschafft, Dad! Das ist der beste in der Kids Arbeit-Tag ever! Ich bin so durch, Junge. Lass uns einfach nach Hause gehen, bitte. Ich liebe dich, Dad! Ich liebe dich auch, Buddy. Du hast Hausarrest. Hatte ich sowieso schon. Yippie! Ich hoffe, euch hat Dadish 2 genauso gefallen wie Dadish 1. Falls ihr Dadish 1 noch nicht gesehen habt, dann bleibt bis zum Outro da, denn da könnt ihr auf das erste Spiel klicken. Oder auch die erste Folge, falls ihr die ersten 3 Welten noch nicht gesehen habt. Und ja, das war Dadish. Aber tatsächlich gibt es noch einen dritten Teil von Dadish 3, den wir
irgendwann demnächst bald auch noch spielen werden. Ja, also ich weiß nicht, Dadush 2 hat sich für mich einfach nur angefühlt wie eine Erweiterung zu Dadush 1. Es war wirklich einfach nur eine Erweiterung. Ob ich jetzt Dadush 1 oder Dadush 2 besser finde, das ist... Das weiß ich nicht, ob ich das beantworten kann. Ich würde schon sagen, dass Dadush 2 etwas weniger kryptisch ist. Thanks. Yo! Oh, danke. Ja, also ich würde schon sagen, Dadush 2 ist ein klein Ticken besser. Aber wegen Leveldesign. Aber es macht keinen Unterschied. Spielt einfach beide Spiele. Ne, falls euch die Bonuswelten in den jeweiligen Spielen egal sind, spielt sie kostenlos auf dem Handy. Sonst, falls ihr das Spiel supporten wollt, wie ich es getan habe, dann kauft es auf der Switch oder PC oder sonst irgendwo. Kriegt man meistens für 1-2 Euro. Passt schon. Und da sind wir wieder zu Hause. Einfach vom Himmel gefallen. Ha? Meine Kinder? Wo sind sie? Ah, da sind sie. Bop, 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 bop. Oh, das ist der Dicke. Der mit dem Cowboy-Hut. Der Böse. Und der Rest. Ich finde, der Asse würde gut passen zu einem Farming-Spiel, oder? Naja, wie auch immer. Das war das Ende. Bis zum nächsten Indie-Game.